Und dann müsste unsere Arbeitslosigkeit ja auch wieder richtig gering sein, ne? Ja, gar keiner mehr da. Super Sache. Das heißt, als nächstes brauchen wir noch einen Fuhrmannsposten. Und der irgendwie vielleicht hier hinten bei unserem Vorratslager. Aber passt alles nicht mehr. Ist das ein Mist? Irgendwie hier in die Ecke. Warte, wo? Da ging das. Oder Die muss man das... Gebäude der Burg stehen in Flammen, mein Ach du Herr. Kacke, Hoffentlich was? können unsere Brunnenarbeiter dem Inferno Einhalt gebieten. Feuer sind entflammt, mein Herr. Wir müssen uns beeilen. Unsere hölzerne Burg wird das nicht lange aushalten können. Oh, Kacke. Ein Brunnen, wir brauchen einen Brunnen. Wo kann man den hinquetschen? Da. Brauchen ein Gehöft, wir brauchen ein Gehöft. Ah! Wir haben zu wenig Arbeiter. Oh, shit. Oh nein. Ach du Mist. Wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt mit Feuer und alles. Oh Mist. Okay, wie sieht das aus? Haben wir jetzt genügend Leute? Komm, los, komm, bring das Wasser, bring das Wasser. Oh Gott, das brennt hier hinten auch. Oh nee, nicht, dass jetzt hier alles zerstört wird. Los, schnell, Wasser, 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 Wasser. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Wählt Okay. die Güter, die ihr senden möchtet, Sire. Auf der linken Seite könnt ihr eure Auswahl treffen. Okay, das ist super. Diese Lieferung wird zurückgerufen, My Lord. Ja, wir brauchen auch nichts. Oh, es kracht hier alles zusammen. Ah, Scheibenkleister. Wo bleibt der Wasserträger hier? Da kommt er. Oh, das dauert doch viel zu lange. Das dauert doch zu lange. Okay, also. Analysieren wir erstmal Die unsere... Gebäude der Burg stehen in Flammen, mein Herr. Hoffentlich können unsere Ach Brunnenarbeiter dem du... Inferno Einhalt Kacke, gebieten. wir brauchen noch einen Brunnen. Das wird sonst nichts. Können wir noch einen hier hinquetschen? Komm, und noch einen. Ach du Scheibenkleister. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Oh mein Gott. Und wir haben ja auch noch alles so eng aneinander gebaut. Los, komm, 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 komm. Los. Schneller. Oh Leute, macht hinne. Oh Gott sei Dank. So, das hier müssen wir gleich mal neu errichten. Ja, jetzt müssen wir hier hin und her wechseln. So. Oh nein. Ein Gebäude wurde zerstört. Das war ein Gehöft. Das heißt, wir errichten das mal neu. Wir haben ja zum Glück aus den ersten Missionen schon so viel Holz zusammengetragen. Da geht das ja jetzt noch. Also, hier steht alle bereit. Unsere Feuerwehr hier steht bereit. Okay, also wir analysieren jetzt nochmal unsere Burg. Hier ist zumindest erstmal gesichert. Wir haben ja drei Feuerwehrleute, die sich um die Brände kümmern. Die Gebäude der Burg stehen in Flammen, mein Herr. Oh Hoffentlich nee, können komm, unsere lauf. Brunnenarbeiter dem Inferno Einhalt gebieten. Scheibenkleister. Alter, das ist ja schon heftig, ne, jetzt? Dass das so schnell hier alles verbrennt. Wir müssen unbedingt umziehen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wird hier schon gearbeitet? Nee. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Also, irgendwie haben wir jetzt hier echt eine richtige Krise hier. Oh mein Gott. Ich hoffe, hier oben wird jetzt gearbeitet. Ja, hier oben wird gearbeitet. Gut. So, Holz kriegen wir auch. Falls wieder was zerstört werden sollte, können wir das wieder neu errichten. Es brennt momentan nichts. Ja, wir haben natürlich ziemlich viel Zeit jetzt dadurch verloren. Das ist ärgerlich. Aber die ersten Steine werden jetzt wirklich abgebaut.
Also jetzt, okay, nutzen wir die kurze Zeit, die wir jetzt hier ein bisschen Ruhe haben, um uns diese Länderei anzuschauen, denn die gehört uns ja jetzt, glaube ich. Genau, das ist unsere Länderei. Da sind alle glücklich, das sind die ganzen Mönche, die warten. Kann man hier jetzt was bauen? Achso, das können wir sowieso nicht bauen. Ah, wir können hier was errichten, also damit ist diese Frage auch erledigt. Super Sache, dann haben wir ja jetzt auch genügend Platz. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir noch was anderes, was Neues bauen können. Das kennen wir schon, Nee. So, und wir kriegen von dieser Länderei Geld. Also von den Ländereien bekommen wir mal ein bisschen Kohle. 190 haben wir jetzt schon zusammen. Ehre 35. Das ist nicht schlecht. Aber ein Rätsel sollten wir noch lösen. Und zwar kann man die Schweine und so alles, kann man das nicht mit in den Kornspeicher tun, dass auch das Volk was hat? Dass das Volk... Der Burg stehen in Flammen, mein Herr. Hoffentlich oh, können unsere Arbeiter dem Inferno Einhalt gebieten. Dass das Volk hier nicht nur Äpfel zu essen bekommt. Das wäre jetzt nochmal eine gute Frage. Vielleicht weiß das jemand. Können wir die Schweinchen und das Gemüse auch in den Kornspeicher reintun, dass eben das normale Volk diese essen kann? Diese Sachen essen können. So. Und da kommt die erste Lieferung an Steinen. So. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Also die Hälfte von der Hälfte ist jetzt schon um. Und wir wissen auch nicht genau, wie viele Steine wir liefern müssen, ne? Okay. Ich hoffe, die heißen Sommertage sind nun langsam zu Ende. Und jetzt? Ah, ich würde was ausprobieren. Und zwar, wenn die jetzt hier alle fertig gegessen haben, dass wir mal die Küche einstellen. Und vielleicht wird das dann in den Kornspeicher gebracht. Das könnten wir mal ausprobieren, würde ich sagen, oder? Vielleicht bringt das ja was. So, jetzt kommen hier zum Glück noch ein paar Äpfel. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Das stimmt, aber es brennt hier ja auch alles immer, ne? Muss man ja auch bedenken. Und jetzt kommen die ersten Steine, sehr schön. Und da kommen die nächsten Steine, kann man die schon liefern dann? Die Güter aus. 16 Steine haben wir. Wobei, dann warten wir, bis das hier noch ankommt. So. Die nächsten Steine werden geliefert. 32. Wählt nun die Menge, die ihr senden wollt, my lord. Wie 20. Oft wollt ihr diese Güter senden, Sire? Klickt zum Schluss auf die Länderei, die die Güter erhalten soll. Die Gebäude der Burg stehen in Flammen, mein Herr. Hoffentlich können unsere Brunnenarbeiter dem Inferno Einhalt gebieten. Also. Oh, schon wieder so viel Feuer. Aber wir gehen trotzdem nochmal kurz auf den Transport ein. Wählt die Güter aus. Man wählt die Güter, man klickt auf das Gut, man wählt, wie viel man liefern will, ob das einmalig sein soll oder die eben dauerhaft. Wird zurückgerufen, my lord. Und danach klickt man halt auf die Länderei, die das dann erhalten soll und wie oft fortlaufend oder nur einmal. Kommt, 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 liefern, liefern, liefern. Wir brauchen mehr Wasser, mehr Wasser. Mehr Wasser, los. Oh, shit. Ja, toll. Toll. Die Gebäude der Burg stehen in Flammen, mein Herr. Hoffentlich können unsere Brunnenarbeiter dem Inferno oh, nee. Einhalt gebieten. Nein, das ist gar nicht gut. Wir brauchen noch einen Brunnen. Na, ich baue jetzt hier nichts noch, nicht noch mehr hin, nicht, dass das dann auch wieder brennt. Warten wir erstmal, bis das da hinten gelöscht ist. Löschen. Gebäude stehen in Flammen, Sire. So, jetzt. Oh, shit, also es wird wirklich schwieriger. Wir merken's. Kacke. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Also jetzt wird das wirklich richtig heftig.
Haben wir genug Arbeiter? Gut. Aber wir haben kein Gehöft mehr. Das Gehöft hier vorne ist verbrannt. So. So, warte, passt auf. Jetzt stellen wir die Küche ein. Arbeit angehalten, my lord. Dann kriegen wir ganz viele Leute wieder. Und dann hoffe ich doch mal, dass die Schweinchen und so hierhin geliefert werden. Und das Gemüse. Eure Beliebtheit sinkt. Das ist nicht gut. Wurden denn schon ein paar Steine nach hinten gebracht? Ja. Die Steine wurden schon nach hinten gebracht. Und jetzt. 20 Steine hatten wir geliefert. Oh nein, ein Stein, 1%. Das ist natürlich heftig. Aber immerhin wird unser neuer Palast da hinten schon mal ein bisschen gebaut. Die Hälfte ist jetzt wirklich rum. Also, es kann eng werden. Gucken wir jetzt zur... Da ist Gemüse. Ja, der geht ja ganz lustig hier, ne? Der hat Spaß an seiner Arbeit. Aber scheint mir so, als wenn die das trotzdem nicht bringen. Nein. Okay, warte, dann bringt das nichts. Ein Bauer ist unterwegs. Dann stellen wir das hier vorne wieder ein und wir reißen das hier vorne ab. Das ist ja sowieso fast kaputt. Und stattdessen errichten wir hier wieder einen neuen Obstgarten. Wenn unser Volk hier sowieso nur Äpfel essen kann, dann ja, machen wir das mal so. So, hier wird ordentlich gebaut. Kommen denn ein paar neue Steine? Naja, nach und nach. Ich würde sagen, wir legen hier nochmal kurz eine Pause ein. Und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Aufnahmesession dann auch diese Mission noch erfolgreich gestalten können. Also, bis zum nächsten Video.